Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Neverball. Und wir waren stehen geblieben bei den Leveln Tour de Force, Neverball schwer, hatten wir ja schon alles durch und jetzt machen wir weiter mit Tour de Force. Schwierigkeitsgrad schwer bis verrückt, da bin ich ja mal gespannt. Das Level hier rechts sieht schon mal sehr vielversprechend aus. 25 noch herausfordernde Level des Autor Mehdi Yousfi Monod. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und wir fangen direkt an mit Level 1. La Descente Infernale oder sowas. Ein leichter Anstieg. Oder Abstieg. Ich bin gespannt. Also ich muss auf jeden Fall hier an diesen komischen Viechern vorbeikommen. Uiuiui. Ja, so schwer sieht das ja nicht aus. Oh, hier sind drei. Uiuiui. Und da sind wir rausgeflogen. Okay. Also es scheint, als könnte ich direkt hier an der Seite irgendwie direkt vorbeikommen. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Zieht euch! Ja. Abprallen lassen und jetzt einfach. Rausbeschleunigen. Ja, das sieht ja jetzt eigentlich... Uff, oh, was ist das dort? Eine Rampe? Oh! Komme ich da dran irgendwie? Nee. Okay, das war... nicht so schön. Die Rampe, die hätten wir gleich treffen müssen. Dann wäre das kein Problem gewesen. Ah! Jetzt hätte ich doch warten müssen. Zwei Münzen will ich auch noch. Danke. Jetzt müssen wir einfach die Rampe hier genau treffen in der Mitte. Ja. War ja doch nicht so schwer. Och Mensch, nicht schon wieder das Level. Level 2, hä? Oh. La Balade Tranquille, was für ein ruhiger Spaziergang. Okay, das sieht ja recht unspektakulär aus. Man muss nur schnell genug sein. Ich verzichte einfach mal dort links auf die gelben Münzen, sondern hol mir direkt dann die Münzen, die viele Punkte bringen. Oder auch nicht. Ach ja, na gut. Ja, ich hoffe mal, ihr hattet schöne Ostern gehabt. Ein paar Geschenke abgegriffen, wobei man zu Ostern ja eigentlich nicht so viel schenkt, ist meine Meinung. Lecco mio, habt ihr das gerade gesehen? Uiuiui. Jetzt muss ich bestimmt hier hoch. Und dann unten warten, bis die Plattform wiederkommt. Ach, hier gibt es erstmal ein paar Münzen. So, wo ging es denn jetzt hier runter? Oh, wir waren zu langsam. Shit. Das heißt, wir dürfen da nicht so viel Zeit verplempern. Bewegt sich die Plattform jetzt? Ja. Und müssen da relativ zügig durchziehen, sag ich mal so. Und das. Vielleicht kriegen wir wenigstens eine zweite der blauen Münzen noch. Und jetzt... Oh, da ist die Plattform schon. Bremsen! Cool, man kann auf dem blauen... Man kann auf dem blauen... Dings entlang rollen. Keine Ahnung, ob uns das was bringt.
Oh. Bisschen daneben gesteuert. Zurück. Und vor. Nein! Das Spiel ist ein bisschen wie der heiße Draht. Zurück. So. Und hoch. Jetzt fährt wieder runter. Aber langsam. Och nee, das war jetzt aber schon sehr knapp. Das hätte passen können. Aber wir waren einen Hauch zu schnell gewesen und daher haben wir es leider. Verkackt. Das sind diese Schwenks. Diese Schwenks dann immer mit der Kamera-Schwenks, wo ich dann meist immer daneben liege. Uff. Hoch. Und go. Go for it. Jetzt einfach ganz langsam runterrollen lassen. Kann es sein, dass die Plattform hier ein bisschen beschleunigt? Halt. So, jetzt passt's. Muss ich jetzt dort runter? Also ich habe jetzt hier ehrlich gesagt keinen Überblick, wo ich lang muss. Ich glaube, ich nehme einfach mal den kurzen Weg. Ich denke mal, Zeitprobleme werden wir vermutlich keine bekommen, weil alles andere würde keinen Sinn machen. Oh! Das war knapp. Ich glaube, ich hole mir hier nochmal die Münzen mit. Wenigstens die eine. Und das ist immer gefailt. Ich muss meine Uhr kurz abnehmen, weil das drückt schon wieder so. Das gefällt mir nicht so toll. Ui, das war aber auch wieder knapp. Halt. So. Es wäre zwar praktisch, hier oben schon alle Münzen zu haben, aber es ist zeitlich nicht zu machen. Na, wo ist die Plattform jetzt? Dort unten. Ja, das passt, wenn auch wieder nur sehr knapp. So, und jetzt hochkonzentriert an die letzten Meter. Drei Münzen müssen wir definitiv noch sammeln. Drei rote Münzen. Und das machen wir jetzt einfach hier auf den letzten Metern hoffentlich. Die erste war so ein bisschen links versetzt, glaube ich. Genau. Und dann nehmen wir uns einfach hier. So. Und das soll jetzt reichen? Ja. War ja doch nicht so schwer. Und Level 3. La Conduite Stressant. Achtung, die Plattform unter dem Ball bewegt sich. Also ich muss jetzt Slalom gehen. Oh Gott. Bin ich immer gespannt, wie die sich bewegt. Oh, ich ahne es. Danke. Das heißt, hier geht es wirklich auf Speed. Hm.
Mensch, ich will doch bloß. Das kann ich schon vergessen hier. Wenigstens bekommt man eine Markierung, wo man sieht, dass es zu knapp wird. Das hat man ja auch nicht überall. Ich will die blaue Münze haben. Und jetzt... Hier ist auch noch eine blaue Münze. Oh, und... Nein! Puh! Schön, dass man immer diese Münzen ganz knapp verpasst. Und die übelsten Rückpraller. Oh, oh, ist immer gleich Essig. Ja, sowieso. Mensch, mach dich doch mal durch. Und eine Rampe, juhu. Okay, also prinzipiell wären wir jetzt theoretisch im Ziel. Was gibt's hier hinten noch? Was? Das ist ja cool. Sollte man sich ausnutzen? Man muss also... Ach so, die Zeit reicht dafür anscheinend nicht. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass es hier hinten auch noch weitergeht. Egal, egal, einfach. Ah, bremsen. Bremsen, halt, halt, halt. Wo waren jetzt hier die blauen Münzen? Hier dahinter, oder? Ja. Eine noch, los. Und jetzt ins Ziel. Das für einen Bug jetzt? Ich denke, dort hinten gab es doch ein Ziel. Oder habe ich das vorhin falsch gesehen? Hä? Aber merkwürdig, oder? Nein, ich will dort vorbei. Uff. Eieieiei. Wow. Bremsen. Oder kam das Ziel vielleicht erst. Halt, 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 halt. So, jetzt sammeln wir mal die Münzen hier ein. Das ist aber merkwürdig. Ich habe doch hier hinten klar und deutlich noch ein Ziel gesehen. Ich denke, ihr habt das bestimmt auch gesehen in der Aufnahme. Also ich weiß da jetzt nicht, wo das hin ist. Och Mensch, los. Man kann ja auch die Kamera ein bisschen drehen. Das ist sehr gut. Ah, und das ist mal wieder runtergefallen. Oh, ist das russisch? Fallout.
Halt, ich wollte die Münze haben. Och Mensch, leck mich doch. Fett, ey. Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Leute, für diesen spontanen. Ich glaube, die blaue Münze kann ich vergessen jetzt. Okay, das kann ich generell vergessen. Ich spiele jetzt mal auf manuell. Das eine blöde. So, jetzt hier vorsichtig an der Seite entlang. Und jetzt zurück, 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 zurück. Und vor, 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 vor. Fehlen mir trotzdem noch ein paar Münzen jetzt. Aber jetzt zeitlich hier vorne sich Münzen zu holen und dann zurück schnell, das schafft man aber offensichtlich auch nicht. Ah, das ist immer runtergefallen. Mensch, oh. Und das war's. Och Mensch. Oh. Das macht mich so ein bisschen aggressiv. Vorsichtig hier vorbei, genau. Runter, runter, runter. Oh. Und vor, 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 vor. Und bremsen. Und vor, wieder vor. Mist. Ich muss doch eigentlich bloß dort hoch. Und dann hätten wir es schon. Ah. Nein. Ich mache einfach mal hier hoch. Los, los, los. Oh nein. Oder so. Bringt mir jetzt zwar nichts. Doch. Ah, Mist. Halt, 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 halt. Schnell los, 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 los. Nein! Vor, 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 vor. Und jetzt. Ah, hat nicht gereicht. Die haben wir auch gleich mal verpasst. Und jetzt. Go, 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 go for it. Nein, jetzt sind wir drauf. Nein. Oh.
5, 6 Münzen fehlen uns noch. Halt doch mal an, du verdreckte Kugel. Meine Güte. Und das war's. Okay, es ist definitiv schaffbar. Das Level muss es eigentlich auch schaffbar sein, weil alles andere wäre ein bisschen hirnrissig, wenn man hier Level einbauen würde, die unmöglich wären. Ich glaube, das würde den Leuten den Spielspaß schon sehr schnell nehmen. Oh! Nein, nein! Das wär's gewesen. Okay, was ist das jetzt? Level? Nee, dritte Level, naja. Oh, 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 oh. Los, 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 los. Ah, es ist schon zeitlich wieder zu knapp. Sag ich mal so. Oh, knapp verpasst. Oh, los, 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 go for it. 8 Münzen kriegen wir ja nicht mehr zusammen. Oder? Ne, es sind bloß 6 dort. Ne, ja, wieder knapp gescheitert. Okay, also, nächster Versuch. Shit. Nehmen wir uns eben die Münze sicher mit. Die haben wir gleich mal verpasst. Das kann doch nicht so schwer sein, dort hochzukommen. Meine Güte. Wie dumm ist das denn? Ha. So, sind wir dort gut. Nein! Oh. Das war jetzt keine schlechte Idee, mit dem Abpraller dort und dann einfach in die Mitte durchzuziehen. Aber wir sind dann trotzdem dran gescheitert. Jetzt, los, los, los. Nein! Oh, das wär's. Los, 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 zurück, 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 zurück. Vor, 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 4 Münzen. Ja, das reicht. Los, 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 los. Komm schon, verdreckte Kugel. Oh, geschafft. Nein, noch nicht ganz. Jetzt. Oh, übel. Huh. Nächster Level. Le Petit Cross, let's go scrambling. Brücken Sie stets den Boden, um die Geschwindigkeit zu optimieren. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf nach diesem Hammer-Level gerade. Und ich sage einfach mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao, ciao.